Zwischen Ekaterina Leonowa und ihrem Tanzpartner Timon Krause soll es heftig gefunkt haben. Angeblich wohnen die beiden sogar schon zusammen, zumindest vorübergehend. Liebesgerüchte um Ekaterina Leonowa und Timon Krause. Die Gerüchteküche brodelt, und zwar gewaltig. Schon seit Februar wird spekuliert, dass es zwischen Ekaterina Leonowa, 36, und Timon Krause, 28, gefunkt haben könnte. Sie wären nicht das erste Let's Dance-Paar, welches auch nach der Show noch eine gemeinsame Zukunft hat. 2020 machten Christina Luft, 34, und Luca Henny, 28, ihre Beziehung nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an der RTL-Tanzshow offiziell und auch zwischen Rebecca Mir, 31, und Massimo Sinato, 42, funkte es 2012 auf dem Parkett. Beide Beziehungen halten bis heute an. Zunächst konnte man den Gerüchten um Ekat und Timon nur schwer Glauben schenken. Beide befanden sich zu Beginn der diesjährigen Let's Dance Staffel noch in einer Beziehung. Doch beide sollen sich mittlerweile von ihren Verlobten getrennt haben. Angeblich soll der Mentalist seiner Partnerin schon zuvor verboten haben, sowohl bei den Proben als auch bei den Live-Shows am Freitagabend zu erscheinen. Vor 3 Wochen soll dann endgültig Schluss gewesen sein. Timon und Ekaterina im selben Hotel. Trennung hin oder her. Die Let's Dance Community ist sich einig, Ekaterina Leonowa und Timon Krause wären ein echtes Traumpaar und auch Jurorin Mozi Mabuse machte eine vielsagende Andeutung am vergangenen Freitag. Und nun behauptet Bild, dass Ekat und der Mentalist sogar schon im selben Hotel untergekommen sind. Wie die Zeitung berichtet, musste Timon nach Ostern aus der gemeinsamen Wohnung mit seiner Ex-Freundin in Berlin ausziehen. Seitdem soll er mit seinem Mops und Ekat im Kölner Hotel Savoy wohnen. Auch nach Trainingsende soll das Tanzpaar immer mehr Zeit miteinander verbringen. Was da dran ist, ist unklar. Schließlich kommen die Promis vor den Live-Shows am Freitagabend immer wieder im Savoy unter. Wird das Timons und Ekaterinas Magic Moment? Am kommenden Freitag stehen Ekat und Timon vor einer besonderen Herausforderung. Vermutlich werden nach den Trennungsgerüchten alle Blicke auf sie gerichtet sein. Außerdem steht der Magic Moment an, bei dem sie gemeinsam einen emotionalen Moment aus Timons Leben vertanzen. Eigentlich der perfekte Moment für ein Liebesgeständnis, oder?